Und nun, liebe Zuschauer, einige Kurznachrichten für Sie. Hilfsgüter aus Mecklenburg-Vorpommern für 1500 Erdbebenopfer sind in der Türkei am Zielort angekommen. Das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern bestätigte heute, dass die 2 Lkw-Ladungen an der zentralen türkischen Stadt Kayseri übergeben wurden. Geliefert wurden 1500 Feldbetten, Schlafsäcke, Decken, Einwegkissen, Laken und Isomatten sowie Seife, Handtücher und Waschlappen. Am 15. März eröffnete die Ausstellung Leseland DDR der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in der Aula der Volkshochschule in der Puschkinstraße 13. Zur Eröffnung wird Dr. Stefan Wolle aus Berlin erwartet, der die Ausstellung im Auftrag der Bundesstiftung entwickelt hat und einen Vortrag halten wird. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. April kostenlos in der Schweriner Volkshochschule zu sehen. In Lübs wurde am 5. März ein Geldautomat von 2 unbekannten Tatverdächtigen in die Luft gesprengt. Durch die Detonation wurde ein Gebäude im Innen- und im Außenbereich beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Wie viel Geld die Diebe erbeutet haben, steht bis jetzt noch nicht fest. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf rund 75.000 Euro geschätzt. Knapp 130 Verkehrsunfälle pro Tag nahmen Polizeibeamtinnen und Beamten in Mecklenburg-Vorpommern in den ersten Monaten des Jahres 2023 auf. Bis Ende Februar kam es zu insgesamt 7.456 Verkehrsunfällen. Die Hauptursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden waren zu Beginn des Jahres wie auch in den Vorjahren Geschwindigkeit, Vorfahrt, zu wenig Abstand sowie Alkohol- und Drogenkonsum.